Und das ist die Quittung für eine schlafmützige Anfangsphase. Es steht 0:1, 12. Minute, Freistoß von der linken Seite. Und dann steht Florian Ballas, ein ehemaliger Zweitligaspieler hier auch, völlig frei und köpft den Ball relativ unbedrängt an Kersken vorbei. 0:1, Anfangsphase, völlig verschlafen. Einwurf der Bielefelder jetzt in Höhe des Strafraums über rechts. Wird es jetzt endlich mal gefährlich in der Partie? Schussmöglichkeit und genau im Winkel! So gehört sich das. Und wenn die Stürmer nicht treffen, dann muss es der Verteidiger Vollspann mit links, oben links in den Knick. Und es war Gerrit Gohlke, der Innenverteidiger, der erste Schuss auf das Tor der Regensburger Sitzen.